Das ist ja kein Kurzer, das heißt nicht gleich weghauen wie ein Schnaps. Dann kippt er da mal rein, das Zeugs. Ich habe ja nur eine kleine Auflage und das muss sitzen. Ganz im Nordwesten der Insel Föhr, am Rande des kleinen Dorfes Dunsum, betreibt die Familie Hinrichsen seit fast 400 Jahren Landwirtschaft. Wo damals noch die Kühe gemolken wurden, steht nun eine Distille. Das neueste Großprojekt von Biobauer Jan Hinrichsen, feinsten Föhrer Whisky brennen. Oh. Also jetzt ist das soweit, dass wir den Brand abbrechen. Jetzt kommt nämlich der Nachlauf und der Nachlauf wird jetzt rausgepumpt. Nach einer USA-Reise vor 3,5 Jahren hatte er die Idee, der erste Whisky-Produzent der Insel zu werden. Da oben sitzt so ein Wasserkühler und hier haben wir Hitze. Und das Zusammenspiel aus Hitze und Kühlung ist ja quasi das Brennen an sich. Genau. Oben auf dem ehemaligen Heuboden besprüht eine speziell angefertigte Maschine seine Gerste mit Wasser und wendet sie ständig. Das Keimen ist das sogenannte Melzen, der erste Schritt zum Inselwhisky. Ja, genau. Sein Sohn Jonas mag die Idee seines Vaters. So wie die ganze Familie Jans oft ungewöhnliche Ideen unterstützt, wie das Fußball-Golffeld vor der Tür. Sein Sohn ist gelernter Landwirt und kümmert sich jetzt meist um die Rinder, Schweine und den Anbau der Gerste. Doch immer wieder muss er seinem Vater beim Brauen der Gerste helfen. Viermal in der Woche wird vor- und nachmittags erst gebraut, dann gebrannt. Das kostet jede Menge Strom. Wir haben ja hier jetzt einen neuen Stromtarif angeboten gekriegt für 71 Cent. Also doppelt so teuer wie vorher. Da wird es schwierig nächstes Jahr, um weiterzumachen. Aber ich denke, da gibt es noch eine Lösung. Und wir kriegen morgen Besuch von einer kleinen Firma, die hier Windkrafträder anbietet. Und dann wollen wir versuchen, auch 100% Selbstversorgung zu kommen. Das ist unser Ziel. Der Hofladen nebenan ist jetzt im Winter geschlossen. Ehefrau Marit steht nun nicht mehr jeden Tag hinter dem Herd, muss keine Gäste im Hofcafé bedienen. So ein bisschen fehlt das schon, aber ich finde immer so, alles hat seine Zeit und ich freue mich auch so auf die Gemütlichkeit im Winter zu Hause und Zeit für die Familie zu haben und nur für die Familie zu kochen, finde ich auch immer ganz schön, anstatt für ganz, ganz viele Menschen. Ihr Hof ist von Frühling bis Herbst ein beliebtes Ausflugsziel, besonders bei Familien mit Kindern. Draußen gibt es viele Spielmöglichkeiten. Drinnen erwartet die Gäste eine Boutique, ein Café und neben dem Whisky viele andere Produkte. So viel ist auch nicht über, kann man ja sehen, dass es viele Wurst waren, die so im Regal noch stehen. Die sind ja auch ein Jahr haltbar und da passen wir das mit der Schlachtung eben auch so ab, dass das meistens dann, dann auch verkauft ist. Ja, wunderbar. So, hört man wie so ein Wasserfall, ne? Wie das da rauskommt. Das will man auch hören. Also nur, wenn das jetzt Malz auch gut gewesen ist, läuft das so gut raus. Braun an sich bedeutet Zuckerwasser herstellen, was bei der Vergärung im Anschluss durch Hefekultur zu Bier wird. 50 Tonnen Gerste verarbeiten Jan und Jonas im Jahr zu Malz. Das freut ihre Rinder und Schweine. Das ist wie Schokolade für die. Mögen die so gerne. Da ist noch ein bisschen Restzucker drin und da sind die ganz wild nach. Meine Radlader-Schaufel voll ist in gut 2 Tagen weggefüttert. Seit dem frühen Morgen ist Jonas auf den Beinen. Langsam bekommt auch er Hunger. Doch vor dem gemeinsamen Mittagessen mit seiner Familie muss er erst noch die Husumer Protestschweine füttern.
Die Rindersteaks in der Pfanne sind natürlich aus der eigenen Zucht. Jonas' Schwestern leben auch wieder auf dem Hof. Lina ist nach dem Marketingstudium zurückgekehrt. Die 19 Jahre alte Anna macht gerade ihr Abi auf Föhr. Dass keines der Mädchen Vegetarierin ist, freut besonders die Männer. Wenn wir Fleisch essen, dann sowieso, glaube ich, nur unser Fleisch zum Großteil. Aber nee, eigentlich nicht. Für mich nicht. Anna ist schon immer ein Fleischesser, schon immer. Seitdem sie ganz klein war, die macht sie immer total gerne Fleisch. Lieber wie Gemüse, ne, Anna? Ja. Also alleine, als ich alleine gewohnt habe, habe ich mir eigentlich fast nie Fleisch gemacht. Weil ich weiß ja, wie gut das Fleisch zu Hause ist. Und dann konnte ich das irgendwie mich nicht überwinden, das dann irgendwie im Supermarkt oder so verpackt zu kaufen. Aber so eigenes Fleisch würde ich immer essen oder wenn es halt, wo ich weiß, wo das herkommt. Und sonst tendiere ich eher dazu, vegetarische Sachen zu nehmen. Jetzt freuen sich alle auf das bevorstehende Hoffest. Der Grund? Erst nach 3 Jahren im Fass darf der erste Whisky auch als Whisky verkauft werden. Ja. 15 Kilometer Sandstrand gibt es auf Föhr. Wo einst in Wiek auf Föhr Biogemüse angebaut wurde, baut Manuel May jetzt Edelgitarren für Liebhaber der Swing- und Jazzmusik. Seine handgefertigten Gitarren sind alles Einzelstücke. Ein Hamburger Altmeister hat ihm die Kunst des Gitarrenbauens beigebracht. Ich will, dass der Boden ganz genau eingeschliffen wird. Und das sehe ich am besten mit Kreide, weil dann sehe ich gleich, wo habe ich geschliffen und wo muss ich noch. Ich habe ja nur eine kleine Auflage und das muss sitzen. Damals wurde diese Gitarre entwickelt, sie musste laut sein und es musste klar sein, wenn du da einen Bläsersatz neben dir hast, du musst dich durchsetzen, weil es gab noch keinen Verstärker und nichts. Und du musstest gehört werden, auch wenn du ein Solo spielst. Es ist eigentlich fies, ich kann es mittlerweile kaum hören. Aber man wird gehört. Ich habe nur jetzt die erste eigene Beleistung in diese Gypsy-Gitarren reingesetzt und habe da eine Nylon-Saite drauf gemacht. Also eigentlich wie eine klassische Konzertgitarre. Und bei diesem Prototyp ist eine Gitarre rausgekommen, wo ich gerade sage, da stehe ich voll dahinter. Da waren Leute auch begeistert von und haben welche bestellt. Und das ist dann immer ganz schön, wenn ich nicht nur der einzige Idiot bin, der die gut findet. Eine Gitarre hat so 80 Arbeitsstunden. Das heißt, ich könnte eine in 2 Wochen bauen. Es funktioniert meistens nicht. Um die 3.000 Euro kostet so ein Instrument made auf Föhr. Vor 9 Jahren ist Manuel May der Liebe wegen nach Föhr gezogen. Ich bin eigentlich Hesse und kam nach Föhr zum Urlaub machen mit 15, 16 und kam dann jedes Jahr. Und irgendwann habe ich dann hier meine Frau kennengelernt, die aber parallel eigentlich schon 8 Jahre in Hamburg gewohnt hatte. Und habe sie hier auf Föhr kennengelernt und haben dann zusammen, ich glaube, 8, 9 Jahre in Hamburg gewohnt. Und mit Kindern hieß es dann ab zurück. Das Hamburger Kulturangebot vermisst er seitdem schon auf Föhr. Sonst genieße ich es, hier so meine Ruhe zu haben. Ich bin immer am Arbeiten und das ist auch normal. Hier läuft keine Radio, keine Musik, nur die Uhr tickt und ich arbeite. Und das war in Hamburg für mich schwierig, weil da ging dauernd die Ladentür auf und zu. Die meisten wollten gar nicht kaufen, sondern die meisten wollten quatschen, die meisten wollten gucken. Und das ist eine Zeit in Ordnung und ich vermisse das auch. Aber wenn es so weitergeht, gibt es das bald nicht mehr. Ich muss hier arbeiten. Zurück in Dunsum bei Familie Hinrichsen. Kurz vor Feierabend versorgt Jan noch einmal die Rinderherde. Noch können die 45 Shorthorns auf der Weide stehen. Ist ja auch eine englische Robustrinderrasse. Da das Gras jedoch nicht mehr wächst, muss Jens jetzt im Winter zufüttern.
Sein Sohn Jonas macht den Fußballgolfplatz nebenan winterfest. Eine beliebte Attraktion, vor allem bei Familien in der Saison. Doch nun ist Winterpause auf dem Hof. Heute ist ja Jahrmarkt, ne? Ja, einmal im Jahr Jahrmarkt. Das ist immer ein bisschen Saisonabschluss und da freuen wir uns immer drauf. Doch bevor der Rummel losgeht, lieber noch einmal nach dem Nachwuchs sehen. Die Husumer Protestschweine, die mit ihrer Farbe an die dänische Flagge erinnern, waren Ende des 19. Jahrhunderts ein Zeichen des Protests der in Nordfriesland lebenden Dänen gegen die Preußen. Die hatten damals verboten, den Dannebrog zu hissen. Gerade einmal 2 Tage alt sind die Ferkel, die sich in dem neu ausgebauten Schweinestall befinden. Eigentlich eine Erfüllung. Von Haus aus bin ich ja kein Schweinebauer gewesen. Und man muss sich dann gewöhnen mit der Schweinehaltung. Die haben ja keinen Hals. Man kann ja nicht einfach mal einen Tau drum machen und die fest irgendwie zorn. Die können nämlich ganz schön wütend werden, wenn man mal was von deren Ferkeln will. Sonst sind die echt lieb. Aber sobald man da an die Ferkel will, ist es besser, wenn man die auch mal ein bisschen absperren kann. Wenn der Jahrmarkt auf der Insel ist, dann sind die Föhrer da. Jan hat ein paar Nachbarn und Angestellte zum Vorglühen eingeladen. Und das geht auf Föhr nur mit einem Manhattan. Viele Föhrer haben amerikanische Vorfahren, die einst ausgewandert sind, als der Walfang zu Ende ging. Als sie zurückkehrten, kam mit ihnen der Manhattan auf die Insel. So, dann machen sie ihn heute. Manhattan, ein Whisky, Wermut-Cocktail. Ich frage mich das auch manchmal, wieso ich das trinke. Also, ich mochte das ganz lange nicht, aber jetzt trinkt man das aus Geselligkeit mit. Und der erste geht, danach muss ich das dann auch nicht mehr haben. Da scheiden sich die Geister. Ich mag gerne Manhattan. Doch, es gibt keine Festivität hier auf der Insel, die ohne Manhattan irgendwie auch begossen wird. Von der Wiege bis zur Bahre, alle Feste dazwischen werden eigentlich auch mit Manhattan begangen. Als Aperitif vorab, als Muntermacher oder auch wenn man Nachbar zu Besuch kommt an einem lauen Sommerabend, schenkt man Manhattan aus. Das geht mittlerweile gar nicht mehr ohne. Viel Zeit zum Klönen bleibt hier nicht. Der Bus nach Wiek auf Föhr kommt gleich. Mit dem Auto will an diesem Abend keiner fahren. Wer weiß schon, wie viele Manhattan es noch gibt. Nach 2 Jahren Corona-bedingter Pause, endlich wieder Jahrmarkt auf der Insel. Das muss einfach gefeiert werden, meinen die Hinrichsens und ihre Angestellten. Man hat schon ordentlich was vermisst, finde ich, weil das schon was Besonderes ist für die Föhrer auf jeden Fall. Der Jahrmarkt, weil da auch alle hingehen eigentlich. Also wir haben das schon vermisst. Sonst ist jetzt ja auch nicht mehr so viel los. Wir haben dann ja endlich mal ein bisschen Ruhe vor den Touristen, sag ich jetzt mal. Ein bisschen Zeit für sich, man muss nicht mehr so viel arbeiten. Und wir machen dann einfach, also eigentlich genau das Gleiche, was man auf dem Festland auch macht. Wir unternehmen was mit unseren Freunden oder ja, gehen aus, gehen was essen, also was. Bei uns zu Hause wird dann schon alles hochgeklappt und runtergefahren. Also ich glaube, da ist die Tendenz auch eher dazu, dass die Insulaner dann Ruhe haben wollen. Der Jahrmarkt in Wiek ist immer wie ein großes Familientreffen für die Föhrer. Viele kommen an diesem Wochenende extra vom Festland auf ihre Heimatinsel, um hier alte Bekannte zu treffen. Gitarrenbauer Manuel May ist mit seiner Frau Anja und den 2 Söhnen auch dabei.
Jahrmarkt ist total wichtig für die Bürger. Also von Kind auf an gehört das dazu. Es ist, alle haben frei, alle feiern. Bei uns gehört auf jeden Fall Autoscooter jedes Mal dazu. Aber sonst schauen wir es immer so, was sich ergibt. Und auch Zuckerwatte ist für mich auch richtig gut, weil die ist sonst nicht so oft da. Henry und Noah waren damals der Grund, warum Anja wieder auf ihre Heimatinsel zurück wollte. Sie weiß schließlich, wie schön die Kindheit auf der Insel sein kann. Ihre große Liebe Manuel hat sie ja auch damals in einem Strandimbiss auf Föhr kennengelernt. Ein Ferienjob. Er hat Hamburger verkauft und ich das Eis. Ja, und dann sind wir, es ist passiert. Es war viel romantischer als der Autoscooter. Es war nur eine Schiebetür, war es weit entfernt. Und sie stand da, beschmierte sich die ganze Zeit mit Nutella beim Crepe machen. Und machte dabei dauernd Dehnungsübungen, weil sie Tanzausbildung gemacht hat. Jetzt fehlt nur noch die Zuckerwatte für einen perfekten Familientag auf dem Inseljahrmarkt. Jan und seine Nachbarn wollen den Frauen eine Rose schießen. Alle treffen ins Schwarze, außer einem. Jans Vermutung? Sein Gewehr ist krumm. Also ich glaube, mit dem Gewehr ist schon mal eine Palette Yton aus dem Weg gehebelt worden. Von daher kein Treffer. Dann bekommt seine Frau Marit später halt einen Liebesapfel. Da hat sie mehr von, meint er. Und spät wird es an diesem Abend. Ist ja nur einmal im Jahr Jahrmarkt auf Föhr. In der Mitte der Insel, in Alkersum, liegt der Hof der Familie Hartmann. Sie versorgen Föhr mit ihrem selbstgemachten Käse. Darum kümmert sich Jens Hartmann. Das Wenden gehört zu seinem täglichen Geschäft, damit die Leiber gleichmäßig durchtrocknen. Eigentlich war das mehr die Idee von meinem Vater. Also wir machen schon eine ganze Weile Käse. Seit 1993 sind wir jetzt in der Käseproduktion tätig. Und er hat sich einfach mal überlegt, was man eben aus der Milch machen kann, außer sie jetzt nur in die Meierei zu liefern. Unsere betriebliche Lage hat auch so ein bisschen mit dazu geführt. Wir liegen hier im Dorf zwar für Direktvermarktung günstig, für Landwirtschaft eher ungünstig. Und so kam das eigentlich so die Idee, lass uns mal was anderes machen, mal gucken, ob man damit sich eher vergrößern kann, weil es eben mit der Landwirtschaft nicht möglich war. Jetzt im Winter produziert er zweimal die Woche Käse. In der Hauptsaison doppelt so viel. Dabei hilft ihm Bruno. Der ist eigentlich gelernter Landschaftsbauer, wollte sich aber verändern. Hast du das heiße Wasser schon beim Bärlauch mit reingetan? Ja. Sehr gut. Noch lernt er. Landwirt Jens hat sich das Käsemachen damals selbst beigebracht. Also ich denke mal schon, dass man das ab und zu mal machen muss. Aber ich habe mir das auch aufgeschrieben alles. Von daher kann ich da so diese Stichpunkte auch immer nachgehen halt. Ne? Dann habe ich immer so eine kleine Hilfe dazu. Ne? Heute machen wir einen Bärlauchkäse. Das heißt, heute wird kein naturbelassener Käse hergestellt, sondern mit Bärlauch drin. Na, den kannst du ruhig schon mal holen, Bruno. Und dann kippt das dann mal rein, das Zeugs. Ja, die Kräuter, die haben wir jetzt auch abgekocht, die sind pasteurisiert. Und das Ganze können wir jetzt so in den Käsebruch mit reingeben. Weil Bärlauch kein hohes Eigengewicht hat. Wenn wir jetzt irgendeinen Käse machen, ich sag mal mit Boxhornklee, Kümmel oder so, alles was ein bisschen schwerer ist an Zutat, das müssen wir vorher mit der Hand unterrühren. Weil ansonsten, wenn wir das hier jetzt so mit reingeben würden, dann sickt uns alles auf den Boden und dann sind die ersten 10 Käseleibe haben gar nichts und der Rest besteht zu 90% aus irgendwelchen Kräutern. Super. Aus 1000 Liter Milch werden am Ende 100 Kilo Käse. Der gewachste Käse reift dann mehrere Wochen oder Monate, je nach Geschmack. So soll er dann nachher aussehen. Der ist jetzt auch schon relativ trocken. Der könnte jetzt auch von der anderen Seite bestrichen werden. Hier ist auch die Oberfläche trocken. Ich bin immer so der Meinung, das sehen viele verschieden, auch von den Käseproduzenten,
dass ich sowieso jeden Käse, bevor ich ihn esse, die Rinde erstmal abschneide. Weil gerade so als Produzent weiß man auch, wie oft ist so ein Käse in der Hand, wie oft wandert der von sämtlichen Hände in andere, bis der mal endlich tatsächlich mal auf dem Küchentisch landet. Und deswegen schneide ich grundsätzlich eine Rinde ab. Aber wie gesagt, das sieht jeder anders. Da sind die Geschmäcker verschieden. Deswegen, wie gesagt, wachsen wir den Käse dann auch. Dann sind wir da so ein bisschen auf der sicheren Seite. Während Jens die Käseleiber wächst und so haltbar macht, arbeitet seine Frau Ina gleich nebenan im Hofladen. In der Käserei lässt sie sich kaum blicken. Das ist das Revier von Jens und Bruno. Um den Käseverkauf kümmert sich dann Ina mit ihren Angestellten. Sie macht das super. Sie hat das da wirklich gut im Griff mit allem, was dazugehört. Und deswegen mische ich mich da nicht ein. Sie mischt sich hier nicht ein. Und dann läuft das auch. Das ist ganz wichtig, dass jeder trotzdem so sein eigenes hat. Das führt zu am wenigsten Reibung, sag ich mal, während der Arbeitszeit. Der Hofladen der Hartmanns hat auch im Winter geöffnet. Schneide noch ein bisschen Boxhornklee, dann kannst du es gleich aufs Brett machen. Neben dem Direktverkauf beliefern die Hartmanns auch Hotels und Supermärkte auf der Insel mit ihrem Käse. Ina hat Arzthelferin gelernt. Der Beruf hat ihr Spaß gemacht. Doch nachdem sich Jens Eltern immer mehr aus dem Geschäft zurückgezogen haben, ist sie nun die Chefin im Hofladen. Neben dem Inselkäse und Fleischwaren bietet sie hier zahlreiche regionale Produkte, Dekoartikel und sogar Kleidung und Stoff an. Aus dem Laden ist unter ihrer Führung fast ein kleines Kaufhaus geworden. Winterpause? Fehlanzeige. Wir haben trotzdem sehr viel zu tun. Einmal durchs Online-Geschäft, da haben wir richtig gut zu tun im Winter, das freuen wir uns auch sehr drüber. Und wir haben auch immer viele Bestellungen für Geschenkkörbe oder ähnliches, von daher geht's. Und vor allem finde ich, dass es in den Jahren sogar mehr geworden ist jetzt. Also der letzte Monat war jetzt tatsächlich ganz gut besucht. Im Gegensatz zu den letzten Jahren war das schon alles ganz in Ordnung. Der Käsebruch wird von der Molke getrennt. Bei jeder Käseproduktion bleiben 500 Liter Molke übrig, die nicht gebraucht werden. Ich würde gerne mal eine Möglichkeit haben, das eben auch vielleicht selber vermarkten zu können. Ein Teil davon, weil in der Molke ja doch auch noch schöne Nährstoffe drin sind. Das kann man als Getränk eigentlich wunderbar verwenden. Aber dadurch, dass es leicht grünlich wirkt, ist es schwierig, das dem Gast schmackhaft zu machen. Das hat schon seinen Grund, warum die meisten Molkegetränke in undurchsichtigen Plastikflaschen verkauft werden. Der Viehhändler kommt gleich, dann muss ich Ihnen schnell mal ein bisschen helfen. Ich ziehe mich dann um, gehe nach hinten. Wenn du was brauchst oder Hilfe brauchst, sag mir kurz Bescheid. Ne? Alles klar, kommst du zurecht? Ja, komm. Perfekt, bis später. Jens und sein Vater John haben entschieden, die eigene Milchproduktion aufzugeben. Den Stall will er nun als Lagerraum nutzen. Ich dachte, wenn wir oben so USB-Platten da einfach drauf klatschen, bloß dann müssen wir irgendwie hochkommen. Das ist so ein bisschen. Ja, best mit dem Hubsteiger, ne? Wenn wir sehen, dass wir einen Hubsteiger erlangen können, dann ist man doch auf der sicheren Seite. Denn wenn wir auf die Leiter stehen, also dann. Oder wenn du mich da irgendwie im Radlader hin und her fährst, dann habe ich auch nicht so ein gutes Gefühl. Nee, ich glaube, ich besser, wir machen das ein bisschen zeitmäßig. Der Lagerraum muss zukünftig trocken und sauber bleiben. Jens kauft jetzt seine Milch bei einem befreundeten Milchbauern in der Nachbarschaft. Mir hat es nicht wehgetan. Also auch Arbeitserleichterung, als die Kühe nicht mehr da waren. Wir hatten keine Zeit mehr eigentlich für die Milchkühe. Wir waren nur noch schnell melken und füttern und dann waren wir wieder weg. Und ein bisschen mehr Pflege braucht eine Kuh. Also, ne? Und von daher war das schon die richtige Entscheidung. Und also, ich habe es auch nicht bereut. Zwei seiner jetzt noch 20 Tiere hat Jens verkauft. Die beiden haben immer wieder die übrige Herde im Stall aufgemischt. Nun ist Jens froh, dass er die beiden Raudis los ist. Pass auf, komm. Man sagt ja immer wieder, her so's Geschirr, deswegen sind die auch so sportlich. Tschüss. Jo, tschüss, Janni, danke. Viel Spaß damit.
Eine Stadt und 11 Dörfer. 8.400 BewohnerInnen hat Föhr. Und dem Tag am Meer. Sie wollen für Kiter das aus Föhr machen, was Sylt für Windsurfer schon ist. Frederik Jess und seine Freunde planen ein jährliches internationales Kite-Event auf der Insel. Die Surf- und Kite-begeisterten Freunde sind fast täglich am und auf dem Wasser. Da stören auch keine 5 Grad Wassertemperatur. Wir haben hier echt alle Möglichkeiten. Wir haben Welle, wir haben Flachwasser, wir haben Priel. Es ist einfach ein Paradies. Gerade Sommer wie Winter. Winter noch ein bisschen mehr, dann hat man den Strand für sich. Das ist traumhaft. Startklar für den Ritt auf der Nordsee zwischen Amrum und Föhr. Doch so richtig in Gang kommt Frederik an diesem Nachmittag nicht. Das ist irgendwie, ja, verhext ist das gerade. Also es war für heute 33 Knoten waren angesagt, bis 40, also echt super Wind, wo man mit 9 Quadratmeter hätte richtig Spaß haben können. Ja, da bleibt nichts anderes übrig, als einfach in den Hotpot zu gehen. Und das Bier, das schmeckt auch trotzdem. Aus seiner Idee, nach dem Kiten ein warmes Plätzchen direkt am Strand zu haben, ist mittlerweile ein Geschäft geworden. Der gelernte Zimmermann vermietet auf Föhr sein mobiles Badefass. Auch eine Tiny-House-Sauna in Wiek und 2 rollende Fasssaunen direkt am Strand hat er im Angebot. Im Service inbegriffen, das Anheizen. Es lief langsam an, aber mittlerweile habe ich viele, die jedes Jahr wiederkommen und mittlerweile sagen, das ist so deren Highlight, bei mir in die Sauna zu gehen, schön mit Blick aufs Meer. Also hier kann man alles fein genießen. Da der Hofladen der Hinrichsens jetzt ja geschlossen ist, können Lina und Anna mit ihren Freundinnen das Angebot ausprobieren. Na, ihr sollt alle Mann in die Sauna? Ja. Wart ihr schon mal bei mir in der Sauna oder ist es das erste Mal? Für mich das erste Mal. Ich war echt? Auch schon mal. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Dann dürft ihr einmal mitkommen. Die Sauna ist angeheizt. Wir haben hier jetzt muckelige 75 Grad drin. Da oben habe ich ein Thermometer. Wir haben hier 7 Düfte zur Auswahl, da dürft ihr euch einen aussuchen. Ich finde das mit Ingwer hat sich gut angehört. Ja, das orange Ingwer hier. Also das finde ich gut. Finde ich auch gut. Lina? Ja, das finde ich auch gut. Ja, riecht sehr gut. Riecht gut. 3 Stunden schwitzen direkt am Strand in Goting kostet die 4 zusammen 95 Euro inklusive Brennholz und Aufguss. Ein kleiner Luxus, den sich die 4 im Hofladen erarbeitet haben. Ihre Insel hat sich in der letzten Zeit jedoch nicht nur zum Positiven verändert, haben die jungen Frauen festgestellt. Man merkt ja jetzt auch mal irgendwie, dass wenn man die Häuser anguckt, im Winter sind die ja eigentlich alle komplett leer in den Dörfern. Also Niblum ist jetzt ein großes Beispiel dafür. Da sind ja fast nur noch 2 Wohnungsbesitzer oder Gäste, die das Haus da einnehmen. Und ich habe da schon Angst vor. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, für immer auf Föhr zu leben. Und auch gerade, weil ich mir in der Zukunft irgendwie nicht vorstellen kann, dass es für immer so bleibt, wie es jetzt gerade ist. Weil viele Touristen das auch irgendwie einnehmen. Dann vor allen Dingen für uns. Wir können uns auch keine Häuser mehr hier leisten. Wenn irgendein Haus verkauft wird, das könnten wir als junge Generation niemals bezahlen. Nee. Wir könnten uns hier nur ein Haus bauen, wenn irgendwie die Gemeinde ein Neubaugebiet ausschreibt. Aber das sind auch niemals genug Plätze für alle jungen Familien von der Gemeinde. Ja. Für Abkühlung sorgt an diesem Wintertag der eiskalte Ostwind. 1 Grad zeigt das Thermometer. Bis ins Meer ist es bei Ebbe ja auch etwas weit. Sonst steht aber noch eine Dusche im nahen Toilettenhäuschen am Strand zur Verfügung.
Nicht nur die immer mehr werdenden Zweitwohnungsbesitzer bereiten den Insulanerinnen Sorgen. Die Prognose ist ja, dass es höher irgendwann mal untergehen wird. Und das ist auch, wenn man es reell sieht, auch wird es noch passieren, wenn wir noch sozusagen am Leben sind und noch gar nicht so alt sind. Und die Vorstellung finde ich schon richtig gruselig. Also ich glaube, da sind wir dann auch noch mal drastischer betroffen wie vielleicht andere Teile in Deutschland. Die Deiche werden ja jetzt gerade alle erneuert auf der Insel. Und dass es dann so lange dauert, weil hin und her da irgendwelche Probleme gibt, da denkt man auch so, also das muss jetzt eigentlich geschehen, weil wir haben nicht so viel Zeit. Jetzt aber erst einmal die Aussicht genießen. Die kommenden Tage könnten wieder stressig werden. Mit Abi-Vorklausuren und Whisky-Verkauf über das Internet. Morgen! 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 Es soll Schnee geben, hat Jan im Wetterbericht gehört. Also müssen seine Shorthorns von der Weide. Rufen alleine hilft da nicht. Also legt er jetzt immer eine Futterspur mit seinem süßen Malz. Ist ja wie Schokolade für die Rinder. Viel Zeit darüber nachzudenken, ob sein Whisky sich auch gut verkaufen lässt, hat er heute nicht. Seine Nachbarin, die Tiermalerin, hat sich angekündigt. Lasse. Christine Corilla war lange Zeit als Grafikerin in Hamburg tätig. Nun ist sie die Tiermalerin von Föhr. Muss ich ihn mal aus seiner Mittagsstunde spüren? Ja, das mache ich. Aber pass mal auf, nicht gleich da reinschmeißen, dann hat er den Kopf unten. Ja. Wir wollen, dass er Kopf hoch hat und die Augen auf. Gut, ich kann ja auch mal zu ihm reingehen und mal gucken. Also er soll schon aufstehen, oder? Ja, natürlich. Ja, gut. Dann gehe ich mal rein. Ihr Quietscheball alleine lockt Lasse den Zuchteber nicht. Aber da auch er auf etwas Süßes steht, hilft Malz. Komm her. Nee, dreh mal ein bisschen weiter hier so rüber mit seinem Gesicht. Zu dir? Ja. Das müssen wir noch ein bisschen hinkriegen. So. Oh. Tiere sind eben, ich sag mal, man muss eine Affination dazu haben, man muss mit Tieren zusammenleben, sonst geht das nicht. Also man muss schon, also auch richtig mit Tieren wohnen, zusammenwohnen, damit man auch den Charakter und die Seele reinmalt ins Bild. Genau. Jetzt ist er wach. Die Tierfotos nimmt sie immer als Grundlage für ihre Ölmalerei. In dem ehemaligen Ferienhaus ihres Vaters ist nun ihr kleines Atelier mitten in Dunsum. Die Wettervorhersage hat gestimmt. Es hat geschneit. Die friesische Karibik, wie Föhr auch genannt wird, zeigt sich von ihrer frostigen Seite. Eine Expertin mit einer ganz besonders feinen Nase und äußerst trainierten Geschmacksknospen hat es sich im ehemaligen Ferienhaus auf der Hinrichsenfarm gemütlich gemacht. Julia Nonet reist als Spirituosenberaterin seit 22 Jahren um die Welt. Nun soll sie Jans Whisky bewerten. Es geht hier gar nicht so sehr darum, dass jeder Whisky genau beschrieben wird und genaue Tasting Notes sozusagen aufgeschrieben werden, sondern es geht mehr um die Entwicklung des Whiskys im Fass. So, dass wenn ich das nächste Mal wiederkomme, dass ich erkennen kann, wie sich der Whisky wirklich entwickelt hat und wie er gealtert ist. In 3 Tagen will sie 180 Whiskyproben testen. Denn so viel Fässer lagern mittlerweile auf dem Dachboden.
Die ersten Fässer sind bereits verkauft. Stückpreis 10.500 Euro. Kieler Geschäftsleute haben das erste geordert. Jans Sohn muss von jedem der nummerierten Fässer eine kleine Probe nehmen. Wie eine einzelne Person die alle testen kann, ist ihm ein Rätsel. Ich glaube, das ist ein anstrengender Job und man muss aufpassen, dass man nüchtern bleibt. 60 Proben hat sie an diesem ersten Tag fast geschafft. Nun liegen noch 120 vor ihr. Destillen und Schnapsbrennereien in Europa, Asien und Amerika vertrauen auf ihr Urteil. Das hat ja auch viel mit Übung zu tun. Also vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren wäre ich vielleicht nach 20 Proben platt gewesen. Aber man wächst ja mit seinen Aufgaben. Also es ist nicht nur die Leber, die wächst. Also die wächst bei mir hoffentlich nicht. Da Jans handgemachter Bio-Whisky mit 114 Euro pro Flasche nicht gerade günstig ist, muss die Qualität in jedem Fass aber auch stimmen. Etwas mulmig ist ihm schon bei dem Gedanken, dass die Beraterin irgendwelche Fehler findet. Er ist ja schließlich neu im Geschäft und hat sich die Brenntechnik nur erlesen und zeigen lassen. Insgesamt und dafür muss ich schützen. 30 Verblombungen, über 30 Verblombungen, glaube ich, am Gerät. Ich sag mal so, und mir ist gestern ein bisschen auch der Atem weggeblieben, als sie das schon angedeutet hat, dass sie sehr zufrieden ist. Ja, solche beruhigenden Momente brauche ich ab und zu mal. Auf der anderen Inselseite, in Wiek auf Föhr, nehmen die Gitarren von Manuel May langsam Gestalt an. Müssen sie auch, denn drei sind bereits vorbestellt. Sie sollen vorher von seinem Freund, einem Gitarristen aus Hamburg, getestet werden. Das ist eine Hufraspel. Damit macht man normalerweise Kuhhufe, Elefantenfüße. Aber sie funktioniert super bei dem, um schnell voranzukommen. Wie das Instrument später aussehen soll, hat der 38 Jahre alte Gitarrenbauer genau im Kopf. Es ist alles nach Gefühl. Ein Hals, es gibt viele, die machen da eine Frässchablone oder sonst wie was. Ich mache das nach dem Gefühl und in der Hand. Und ich lasse sie sowieso immer dicker. Und viele sagen dann, dann soll noch mal was dünner werden und so. Das ist ein Prozess, der passiert. Auch wenn seine Kunden manchmal schon lauern, jeder Arbeitsschritt fordert höchste Konzentration von ihm. Es ist manchmal so, dann schnitzt du und dann bricht dir eine Faser raus. Und dann hilft meistens nur Absägen und einen neuen Hals. Aber das Beste ist einfach, es nicht zu tun. Seine Frau Anja lässt sich nur selten blicken. Wenn ich in irgendeinem Leimprozess bin oder sowas, wo ich weiß, wenn ich das jetzt versaue, dann ist vorbei, dann weiß ich schon ganz genau, sie kommt dann und guckt, ob ich bereit bin. Und wenn nicht, weiß sie auch, später müssen wir mal reden. Aber manchmal kommt Manuel ohne ihre Hilfe nicht weiter. Anja weiß genau, was sie gleich wieder zu tun hat. Na? Nu, dieser Klotz da. Wie immer. Okay. Hinterkante. Mhm. Genau, einmal über den Bodenbalken. Ich will ja als nächstes den Steg aufleimen. Und da muss ich ja Druck auf die Decke geben. Und wenn da jetzt dieser Klotz nicht drin ist, dann würde eigentlich die Decke zusammenbrechen. Und ich habe wie ein Gegenfutter, was die Wölbung der Decke hat. Und normalerweise bei den Schalllöchern komme ich mit der Hand rein. Aber weil ich hier diese die Griffbrettverlängerung habe, ist meine Hand einfach zu groß. Magst du mal gucken? Ich glaube, das stimmt. Dieser Klotz hat jetzt die exakte Wölbung wie dieser Steg.
sodass es dann nachher schmatzend saugend diese Verleimung funktioniert. Weil wenn die nicht sitzt, das ist die wichtigste Verleimung der ganzen Gitarre. Wenn der Steg jetzt nur einen Millimeter falsch sitzt, dann stimmen nachher alle Töne der Gitarre nicht. Und natürlich darf er auch nicht um einen Millimeter zur Seite sein. Die Saite zieht permanent und will diesen Steg abreißen. Häufigste Reparatur beim Gitarrenbauen, meistens Kopfbruch oder Steg ist abgerissen. Weil die Industrie die lackiert und dann ritzen sie nachher ein bisschen an und kleben dann diesen Steg auf. Und ich mache es mit Knochenleim, der muss ganz frisch sein. Und dann macht man halt wirklich eine Verkettung mit dem Holz, dass es eins wird, weil der darf nicht abreißen. Jetzt brauche ich diesen Klotz, der den Gegendruck gibt von unten. Damit seine Kunden auch wissen, dass sie eine Original-Mai von der Insel Föhr in der Hand haben, bekommt jedes der Einzelstücke am Ende natürlich seinen Namen eingefräst. Auf dem Hof der Hartmanns soll es Familienzuwachs geben. Wir können die große Transportkiste nehmen. Tochter Lotta hat sich zwei Kaninchen gewünscht. Ja, okay. So groß sind die ja wohl noch nicht, oder? Eineinhalb. Eineinhalb Kaninchen. Die Kaninchennamen stehen bereits fest. Flauschi und Flauschibär. Im benachbarten Dorf züchtet Freundin Tina Löwenköpfchen. Flauschi und Flauschibär bekommen nun ein neues Zuhause. Von Leona. So, genau. Soll ich die reinpacken? Das sind ja wirklich. Hier weiß man ja gar nicht, wo das Tier anfängt und wo das Fell aufhört. Hier ein bisschen zu. Und da bleibt ihr jetzt den Rest eures Lebens drin. Ja, dann müssen die mal hier bleiben. Wir haben das perfekte Gehege für die. Ja, Leute. Super. Zurück in Alkersum bekommen die beiden Tiere erst einmal ein warmes Winterplätzchen. Das ist cool. Ja. Na gut, festhalten und dann kannst du es reißen. Kaninchen-Mama Lotta will sich auch ganz doll um Flauschi und Flauschibär kümmern. Versprochen. Zu. Und im Sommer können die nachher raus, ne? Ja. Alles klar. Gut, perfekt. So, jetzt brauche ich auch Mittag langsam. Lotta hat bestimmt auch Hunger, oder? Mittags gibt es bei Familie Hartmann immer nur was Schnelles. Denn die große Tochter Stina ist dann meist noch in der Schule. Und der Hofladen ist geöffnet. Gekocht wird immer abends. Lotta und Jens haben heute auch noch ein straffes Programm vor sich. Lasagne? Gleich ist Reitstunde in der Halle der Nachbarn. Am Abend wollen die beiden zum Bingo nach Övenum. Tante Britta. Hi, Andi und Dina. Dass Lottas Papa ihre Reitkünste bewundern kann, kommt selten vor. Dabei hat Lotta ihr Shetland-Pony Mara seit 2 Jahren fest im Griff. Zum Zugucken oder so gerade ist schwierig. Also von daher genießt man das dann schon mal im Winter, ne, wenn man dann noch mal jedenfalls mal ein paar Stunden Zeit nehmen kann. Bevor es mit Lotta am Abend noch zum Bingo in den Dorfkrug geht, muss Jens noch einen Auftrag erledigen. Moin. Ja. Als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr ist das für ihn Ehrensache. Auf Föhr hat jedes Dorf seine eigene Wehr, aus gutem Grund. Wir haben relativ viele Häuser in den Orten. Unsere Orte sind ja auch mit den Rehdachhäusern haben einen hohen Schutzwert, sag ich mal. Und da ist es schon wichtig, dass die Feuerwehren auch vor Ort vertretbar sind. Und vor allen Dingen ist die Feuerwehr hier auf Föhr ja auch etwas, damit der Dorfzusammenhalt erhalten bleibt, ne, dass man sich untereinander auch treffen kann. Doch was nützt die beste Feuerwehr, wenn sie nicht an Wasser rankommt? Die Gefahr besteht an frostigen Tagen.
Daher sorgen die Männer jedes Jahr vor. Mal auf. Der Mann mit dem Stock. Das war gut. Oh. Ja. Ja. Da kann man ein bisschen sauber, ne? Ein Kran hier. Gut, das ist ein Folie rein, auf. Ja. Genau, machen wir Folie rauf. Wir machen jetzt die Hydranten für den Winter so ein bisschen fest. Dann wird eine Folie draufgelegt und gucken, ob die sauber sind. Denn wenn nachher im Winter das auch mal frieren kann und so weiter, dass wir die Möglichkeit haben, den Hydrantendeckel auch wirklich schnell abzubekommen. Für den Zusammenhalt auf der Insel sorgt an diesem Abend die Freiwillige Feuerwehr im Nachbardorf Övenum. Der Dörpskrug bis auf den letzten Platz gefüllt. 16. Ein Scheck. Bingo verlangt höchste Konzentration. Wer eine Zahl verpasst, geht schnell leer aus. Jetzt kommen wir zu meinem Alter. 44. 74 und 83. Ja! Drei Generationen an einem Tisch. Familie Petersen hat Glück. Andere weniger. Richtig toll. Der Plan ist, dass wir überhaupt mal was gewinnen. Wir wären schon mit einer Reihe zufrieden. Bisher verlieren wir hier jämmerlich. Also das läuft noch nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich bin ja jetzt 85 und habe mein Leben wirklich gut gelebt. Und das ist nur die Krönung heute Abend, ne? Dass ich mal wieder gewinne. 83. Weiter 8, hoffen. 9. Zum Glück ist morgen keine Schule. An Bord der Fähre aus Dagebüll an diesem Morgen ein Mann, den Gitarrenbauer Manuel May schon sehnlichst in Wiek auf Föhr erwartet. Ja, Manuel. Jetzt spannend. Wie sieht das aus? Der zweifache Echo-Gewinner Giovanni Weiß und guter Freund von Manuel ist aus Hamburg angereist. Er will den neuen Prototypen testen. Giovanni hat mit 4 Jahren angefangen, Gitarre zu spielen, hat zahlreiche Platten veröffentlicht, auch mit der NDR Big Band. Also für mich, Manuel, das mit dem erhöhten Griffbrett hier ist perfekt. Ja, weil man dann. Ich habe das vorher noch nicht gesehen und ich bin von der Jazzgitarre gewohnt, halt, dass ich die Hand ein bisschen weiter tiefer habe. Genau. Und das kann ich hier jetzt auch machen. Das war ja mein Gedanke. Wenn man in den Laden geht und eine Gitarre kauft, ne, man hat ja keine Verbindung zu der Gitarre. So. Und das ist halt der Zauber bei Manuel. Man sieht mir zu, wie er die Gitarren zusammenbaut, jede kleine Arbeit, die er macht, so, und alles sitzt perfekt. Und dann hält man letztendlich so eine Gitarre in der Hand und spielt drauf und sagt, okay. Die ist genau so, wie ich sie haben will. Und das ist einfach einmalig. Ne? Manuels Gitarren sind den berühmten Selma-Gitarren nachempfunden. Jazzlegenden wie Django Reinhardt haben die Selma in den 20er und 30er Jahren gespielt. Du siehst, man kann sogar die typischen Django-Sachen drauf spielen, ne? Das ist unglaublich. Ja, wenn sie stramm geworden ist, ne? in der Decke, dadurch, dass ich da diesen Balken mit reingemacht habe, ist sie sehr stramm und dadurch belastbar. Diese Gitarren neigen sehr dazu, entweder sie sind perfekt oder sie sind richtig Krütze. Dieses ist nur so ein Fingerspitzengefühl. Andere würden es vielleicht gar nicht merken, aber Giovanni, der greift den ersten Akkord und weiß natürlich Bescheid. So, ihm kann ich das nicht verheimlichen. Zwei verschiedene Holzarten hat er diesmal für die Gitarrendecke benutzt. Wahnsinnig schnell, also die Zeder ist Hammer. Gib mir mal die Fichte nochmal, ja. Die
lädt das leicht dazu ein, ne, also langsamer und ruhiger zu spielen. Ne? Ja. Wahnsinn, Manuel. Ein Meisterstück. Wir haben ja über die Jahre auch eine Freundschaft entwickelt. Und er ist meistens der Erste, der meine Gitarren spielt. Und wo die Meinung mir eigentlich am wichtigsten ist. Das Schöne bei so Berufen ist, man weiß dann nicht, wann bin ich jetzt eigentlich privat und wann arbeite ich. Und das ist ja das Schöne bei der Selbstständigkeit. Und wenn man sowas macht, dass es so ein fließender Übergang ist. So ist das dann, wenn man die benutzt. Deswegen habe ich auch oben keine Punkte reinmachen lassen bei ihm. Ja. Als sein Freund schon wieder auf der Rückreise ist, bleibt vor dem Abendbrot noch genügend Zeit für seine beiden Söhne. Du müsst hier auf die andere Seite auch der andere Marmeladendeckel. Das kann man aber viel leichter mit Zirkeln machen. Du bist natürlich wieder der Profi. Ich mache das immer alles gerne mit Marmeladendeckel. Ich habe das gerade erst in Mathe gemacht. Hallo? Noah und Henry wollen ihrer Mutter ein kleines Geschenk basteln. Immer gut, wenn der Vater eine bestens ausgestattete Holzwerkstatt hat. Wir machen regelmäßig Geburtstags-, Weihnachtsgeschenke, fangen wir hier an loszulegen. Und das macht mir auch richtig Spaß. Und jetzt in Corona-Zeiten habe ich auch mit denen gesagt, komm, wir bauen eine Gitarre. Und da haben wir in einer Woche, jeder hat eine Gitarre gebaut. Noch etwas Feinschliff? So wie Wasserfarbe ist das. Das ist eigentlich fast wie Wasserfarbe. Okay. Richtig drauftunken und dann drauf. Und das zieht dann ein und färbt dann das Holz richtig schwarz. Reicht das so? Jetzt hast du einen schwarzen Daumen. Ja! Und jetzt durchziehen. Stopp! Durchziehen. Stopp! So, jetzt mal gucken. Teelicht rein. Will jemand? Nee. Die brauchen aber echt lange. Na, da wird sich Mutti aber freuen, oder? Ja. Am neuen Kamin, den Manuel in diesem Winter selbst eingebaut hat, Spieleabend. Da darf das Lieblingsbrettspiel der Familie auf Achse nicht fehlen. 3000. Die Scheine fliegen allen an diesem Abend nur so zu. Morgen heißt es wieder, Geld verdienen mit Gitarre bauen nebenan in der Werkstatt. Sonntags hat der Hofladen der Hartmanns immer geschlossen. Käse und Milch gibt es dann nur am Automaten. Da bleibt Zeit, sich um den Neubau zu kümmern. Zwei Ferienwohnungen unter diesem Reetdach sollen im Frühjahr bezugsfertig sein. 1,2 Millionen Euro haben Ina und Jan investiert. Also zügig vermieten. In die Hälfte wollen wir nachher rein. Das wird dann so die. So haben wir das ausgemalt, dass wir dann nach 10 Jahren, wenn wir das vermietet haben, hier dann vielleicht das nachher mal für uns selber nutzen können. Bis es soweit ist, bleibt noch eine Menge für seinen Freund, den Bauunternehmer aus Alkersum, zu tun. Die Bodenfliesen müssen auch noch ausgesucht werden. Beratung natürlich auf Friesisch. An Hücken meinst du dann hiervon? Ja, also die hier an den Lungen. Ja. Ja. Hier können wir auch noch fein und versatz. Noch allerlei auf meinen Socken hier oder zwar noch für die Woche oben im Amt und Badezimmer. Wenn das dann nachher fertig ist, glaube ich, dann blutet einem doch ein bisschen das Herz, wenn man dann erstmal nicht selber einzieht. Wir können ja Urlaub machen. Ja, wir machen hier erstmal, also wir sind die ersten Bewohner, das haben wir schon gesagt. Wir wollen auf jeden Fall die erste Woche hier selber wohnen. Alleine schon, um zu gucken, was fehlt, ne? Was muss noch alles da sein, weil ich glaube, ein paar Dinge vergisst man auch. Ja, aber ach, trotzdem freuen wir uns aber auch, wenn das hier nachher gut angenommen wird. Ne? Und dafür bauen wir das im Endeffekt ja auch. Jede Ferienwohnung soll im Frühling auch noch eine Terrasse und einen Garten bekommen. Sonntag gehört der Familie. Das ist Tradition bei ihnen. Dann hat ja auch die 15 Jahre alte Stina keine Schule.
Sie kommt immer noch gerne mit, genießt die kleinen Ausflüge mit ihrer Familie. Meistens ist es wirklich so, entweder geht man irgendwo essen, wenn noch jetzt im Winter irgendwas auf hat. Aber wir kochen auch gerne zusammen. Ja. Morgen dann wieder Käse produzieren und im Hofladen Kundschaft bedienen. Die ist Ihnen ziemlich sicher, denn viele Geschäfte haben im Winter zu. Moin! Moin! Hallo! Euer Bild ist da! Ja, cool! Lasse in Öl! Na, zeig mal! Ja, geil! Guckt euch das mal an hier! Oh, richtig schön! Ich weiß, er ist da! 400 Euro kostet das Tierporträt. Zahlt Jan gerne. Das Geld bleibt ja in seinem Heimatdorf. Ja, wollen wir da? Dahin, genau, da soll er hin. Jetzt müssen sich aber alle erst einmal umziehen. Heute soll der erste Whisky groß gefeiert werden. Jetzt passt das, glaube ich. Finde ich super. Gut, perfekt. Sieht gut aus. Freunde, Nachbarn, Weggefährten. Alle sind eingeladen, um auf Jans ungewöhnliche Idee und seinen Erfolg anzustoßen. Gib mal gerne weiter. Also 2 Jahre, nicht ganz. Seine beiden Töchter haben immer an Papas Erfolg geglaubt. Ich war total erstaunt und begeistert von der Idee. Ich habe natürlich gedacht, oh, das ist schon wieder eine Menge Arbeit, die da auf uns zukommt. Also das ist nochmal wieder ein Riesenschritt, weil hier ist ja schon eine Menge rundherum. Aber an sich ist das, finde ich, eine total coole Idee. Also, und weil wir ja auch immer mit Geschichte schreiben können, ist das einfach, ich finde, rundum Paket. 200 Gäste haben Jan und Marit eingeladen. Nach 3,5 Jahren Whisky-Produktion können die ersten Fässer nun verkauft werden. Die Investition soll sich nun nach und nach auszahlen, hoffen die Hinrichsens. Das ist ja kein Kurzer, das heißt nicht gleich weghauen wie ein Schnaps. Der erstmal auf der Zunge lassen und der zweite Schluck ist immer wichtiger wie der erste. Also, Signoid. Den Tag in Ruhe bei Glühwein und Bratwurst ausklingen lassen. Jens Hartmann will den Whisky jetzt auch in seinem Laden verkaufen. Alle sind sich sicher, Inselwhisky, das muss was werden. Spätestens, wenn es vorbei ist mit der Ruhe auf Föhr und der Ansturm wieder losgeht.